Ja, hallo. Hast du tief in dir drinnen irgendwie instinktiv das Gefühl, dass du irgendwie nicht weiterkommst und dass da irgendwo draußen in der Welt mehr auf dich eigentlich wartet? Mehr Opportunities, mehr Möglichkeiten, aber du trotzdem irgendwie nicht weiterkommst, auf der Stelle trittst. Das ist die Macht der Gewohnheit. Die Macht der Gewohnheit ist fast immer oder sehr häufig mit einer der Hauptgründe, warum du aus deinem Trott oder aus deiner Gewohnheit nicht rauskommst, ja, oder aus deiner Bequemlichkeit. Ich werde mal ein paar Beispiele von mir selber dann noch geben und jetzt einfach mal grundsätzlich ein paar Beispiele aus meiner Lebenserfahrung und den Leuten, denen ich so in meinem Leben begegnet bin. Der erste Grund ist letztendlich dein Arbeitsumfeld. Wenn du zum Beispiel irgendwo arbeitest, ja, die meisten arbeiten hier irgendwo, und desto länger du dort sozusagen bist, ja, auch wenn du irgendwie nicht weiterkommen solltest, sagen wir mal, meistens ist es so ein kritischer Zeitraum, wenn du irgendwo länger arbeitest wie 3 Jahre und dann nochmal 5 Jahre, dann passieren halt gewisse Dinge in unserem Kopf, ja, dass du dich an deine Kollegen zum Beispiel gewöhnst. Ja, das sind dann plötzlich nicht mehr nur Kollegen, sondern das sind dann, das wird dann langsam, also rein psychologisch betrachtet, so Art Grundpfeiler deiner täglichen Routine, deines Lebens. Ja? Also, du kennst ja das Beispiel von Rentnern, ne, die 30 Jahre und länger in einer derselben Firma waren und dieselben Kollegen teilweise hatten und dann plötzlich in Rente gehen mussten und für die plötzlich eine Welt komplett zusammengebrochen ist. Ja? Die wussten nicht mehr, also nicht nur, was sie tun sollen mit ihrer Zeit, sondern auch, die sind dann teilweise freiwillig immer wieder in die Arbeit gegangen, um einfach nur ihre alten Kollegen zu besuchen. Ja, wie traurig ist das? Aber auch sehr verständlich, denn die haben ja so unglaublich viel Zeit in diesem einen Ort verbracht in ihrem Leben. Ja, also in der Regel 8 Stunden durchschnittlich am Tag, vielleicht länger, mehr. Und das über Jahrzehnte hinweg, abzüglich ja Wochenenden und Urlauben, und das bisschen Zeit, wo sie halt zu Hause verbracht haben mit ihrer Familie und geschlafen und gegessen. Ja, also quasi, man sagt, 1/3 ihrer Lebenszeit haben sie in dieser einen Firma verbracht, in diesem, vielleicht sogar noch das gleiche Büro, ja, und mit den gleichen Leuten teilweise. Und wenn du und die meisten Leute haben tief in drin sehr viel Intelligenz, also so eine instinktive Intelligenz, wo sie sich selber sagen, ich komme hier einfach nicht weiter, ich weiß aber nicht genau, woran es liegt. Und ich wüsste vielleicht, ich hätte vielleicht sogar schon Ideen, was ich machen könnte, ich könnte in eine andere Stadt gehen, ich könnte was anderes machen, aber irgendwas hält mich zurück. Und das ist der eine Grund, das ist sozusagen das kollegiale Umfeld. Also, und wenn du sozusagen längere Zeit in einem Job warst, dann kann dich das zurückhalten, ohne dass du es wirklich realisierst. Der zweite Grund ist die Stadt. Also wir wissen das alle, wenn du eine Zeit lang in einem Ort gelebt hast, ja, oder in einem Stadtteil einer Stadt, zum Beispiel in München, ja, und hast eine Zeit lang in Schwabing gelebt, dann gewöhnst du dich an gewisse Dinge. Ja. Du hast deinen Corner-Shop, also du hast wo du deinen Kaffee to go jeden Monat holst, wo du jedes Wochenende immer hingehst, deine Stammlokale, wo man dich kennt, wo man dich begrüßt, ja, wo du dich wohlfühlst, wo du dich heimisch fühlst. All diese emotionalen Bindungen, die du aufgebaut hast über die Jahre hinweg. Ja? Mal angenommen, du bist jetzt in irgendeiner anderen Stadt, der es jetzt ökonomisch nicht so gut geht, also wirtschaftlich nicht so gut geht, wie zum Beispiel München. Ja? Also aus München wegziehen ist eigentlich fast gar nicht nötig, aber es gibt bestimmt andere Regionen. Aber die Leute kommen da einfach nicht weg. Ja? Vielleicht gehörst du da auch zufällig dazu, weil sie einfach so eine starke emotionale Bindung aufgebaut haben zu ihrem Ort, wo sie eben wohnen, zu den Leuten dort, die eigentlich gar nicht wirklich ihre Freunde sind, aber das sind halt einfach Leute, wo sie halt täglich irgendwas einkaufen gehen und wo sie halt einfach die Macht der Gewohnheit einfach komplett zuschlägt, ja. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung auch. Und aber ich bin so viel rumgekommen in meinem Leben, dass ich das dann letztendlich immer wieder kompensiert habe und irgendwann gewöhnst du dich dran. Aber was würde denn dagegen sprechen, dass du einfach mal schaust, okay, vielleicht kann ich in eine andere Stadt ziehen, wo ich einfach mehr aus meinem Leben machen kann, ja, oder es gäbe vielleicht, oder du hättest vielleicht sogar schon Angebote für bessere Jobs oder Möglichkeiten,
in einer anderen Stadt, aber nur weil es in einer anderen Stadt ist, ja, nimmst du sie nicht wahr, zum Beispiel. Also quasi, das, wo zum Beispiel Amerikaner überhaupt kein Problem damit haben, wenn die in New York leben, ja, und die bekommen heute ein besseres Angebot, also dass sie mehr aus sich machen können, ja, in L.A. oder in San Francisco, ja, dann machen die einmal, schnippen die einmal mit dem Finger und dann sind die innerhalb von 2 Wochen umgezogen, ja. Das ist das Mindset von den Amerikanern, ja. Und deswegen sind die viel, viel agiler und viel flexibler und machen in der Regel eben einfach auch dann viel mehr aus ihrem Leben. Vielleicht wie die Leute, die einfach nicht vom Fleck kommen, ja, auch örtlich. Ja, das waren einfach so die zwei, drei Themen, wo ich sagen muss, ja, und das dritte ist letztendlich auch, also nicht nur dein kollegiales Umfeld oder dein familiäres Umfeld, sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, ja. Also häufig in der Familie Leute, die ich sozusagen, wo du auch eine sehr starke emotionale Verbindung hast und die sollte um Gottes Willen auch nicht irgendwie hier aufs Spiel setzen. Aber du musst dir mal eins bedenken, abschließend möchte ich es noch gern sagen. Die Leute, zu denen du emotional die größte Bindung hast, ja, Eltern, Schwestern, Brüder, Freunde, Freundin, all diese Sachen, all diese Leute, das sind auch genau diejenigen, die am meisten Einfluss auf dich haben, ja, im positiven sowie im negativen Sinn. Und das solltest du nie außer Betracht lassen, wenn du deine Entscheidungen für dich, ja, für dich persönlich triffst oder Entscheidungen triffst, die letztendlich nur du alleine treffen kannst, ja. Es gibt Momente im Leben, wo du dich vielleicht dann etwas einsam und alleine fühlst, aber das ist überhaupt nichts Negatives, das ist nichts Verkehrtes, denn das sind die Momente, wo du dir einfach sozusagen der Realität ins Auge schaust und du für dich persönlich entscheidest, was für dich am besten ist, ja, und dann erst alles andere, ja, und ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Unterschätze niemals die Macht der Gewohnheit, ja, möge die Macht mit dir sein, ja. Noch bist du kein Jedi. Sorry, das war jetzt ein Zitat aus Star Wars. Hat mich wieder verleiten lassen. Also, bis zum nächsten Mal. Das war heute das Thema das Video zum Thema Mindset, ja. Und das, am Sonntag mache ich häufiger mal so solche Videos, na, wo man einfach ein bisschen mehr Zeit hat. Es scheint die Sonne und das Leben ist schön. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Daumen hoch, Kanal abonnieren, tschüss.